Hallo meine lieben Gamer-Freunde und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, vierte Folge, einiges schon erlebt, das meiste ist bisher schief gelaufen. Und wir befinden uns hier gerade in einem Lager der Nilfgaarder. Und wir sollen in den Turm und wollen nach Yennefer fragen, weil die wo hier gesehen wurde. Allerdings wurden wir erst reingelassen, nachdem sie erfahren haben, dass wir Hexer sind. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Was schert dich ein Greif? Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Oh. Gott, wo soll ich denn das jetzt wissen? Je besser ich den Feind kenne, desto vorteilhafter ist es. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Okay, schade. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir zwischen eines dieser beiden entscheiden können und wir dann nur diese Information. Aber jetzt kriegen wir beide, okay. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Der wirkt von der Stimme eigentlich total nett. Keine Ahnung. Okay, bis dann. Tumira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Dankeschön. Aktive Mission, schließe den Greifenauftrag ab, klar.
Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R3 drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Okay. Cool, cool, cool. Die Frage ist jetzt, was ist näher? Und dafür rufen wir mal kurz die Weltkarte auf. So. Oh Gott, wo ist denn das? Hier haben wir die Bestie vom Weißgarten. Die Bestie vom Weißgarten. Hier haben wir die zwei Sachen, okay. Dann nehmen wir erstmal die andere Mission. Liegt näher. So, und zwar die Kräuterfrau. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlehe. Was reden die denn hier alles? Alchemistische Paste. Wir nehmen einfach schon mal ein bisschen was mit für die Alchemie. Weil dann haben wir es, sobald wir es brauchen. Sobald wir wissen, wie wir es damit umgehen. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Da ist eine Kiste. Dürfen wir da ran? Beruhige dich, Vatern. Hat er gerade gesagt, lass den Unsinn, weil wir da nichts rausnehmen dürfen. Ich nehme es mal stark an. Ich behalte dich im Auge. Wie fehlt euch? Ja, macht ruhig. Wer bist du? Was willst du, Vagabund? Oh, mit euch reden, vielleicht. Ein Wörtchen. So. Tür auf. Auf zu Plätze. Wo ist Plätze? Da unten steht Plätze noch. Das ist schön. Oh. Wieder das Thema, nicht kratzen, waschen bitte. Wieder das Thema Schnellreise, das habe ich eigentlich bei bisher jedem Open-World-Spiel bisher gehabt. Mache ich nicht. Also ich gebe nochmal kurz die Info für diejenigen, die bisher noch kein Let's Play von mir gesehen haben. Beziehungsweise noch keins mit Open-World und Schnellreisemöglichkeit. Mache ich nicht. Also weil unterwegs kann so viel passieren. Und das ist dann irgendwie auch nicht wirklich Sinn und Zweck der Sache eines Open-World-Spiels, von Ort zu Ort einfach mal schnell zu reisen. Also wirklich nur im äußersten Notfall, aber eigentlich will ich das so auch so gut wie möglich vermeiden. Nur so kurz als Info. So, wir müssen aber dann demnächst mal einen Händler finden, damit wir unsere Vitalität wieder ein bisschen besser auffüllen können. Wir haben jetzt gerade noch 2 Brot und eine Wasserflasche. Und in dem Lager habe ich jetzt gerade keinen Händler gesehen. Diese ganzen zerstörten Häuser hier. Können wir da rein? Also ich werde auch dieses Let's Play jetzt hier auch nicht nur stur die Hauptmission verfolgen. Nur so zur Info. Hier knurrt doch schon wieder was. Wer oder was knurrt denn hier? Also wie gesagt, ich werde hier nicht nur strikt einfach der Hauptmission folgen. Ich werde diese Welt auch erkunden wollen mit euch zusammen. Weil ich bin mir sicher, dass es hier einiges zu erkunden gibt. Von daher, es wird auch ein Langzeitprojekt sein, genau wie Skyrim. Von daher, nicht wundern. Schneller. Was will denn der Gute von uns? Wie können wir denn behilflich sein? Kaufmann. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig.
Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Kostbare Fracht. Quest verfolgen. Die kleine Schachtel. Setze deinen Hexersinn ein, um herauszufinden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Okay. Wer weiß, was das für ein Monster ist, ey. Was haben wir denn hier? Können wir das untersuchen? Schade. Okay. Hier ist er abgekommen. Wir können doch gerade was untersuchen. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. So, finde mit Hilfe deiner Hexensinne die kleine Schachtel. Altes Bärenfell. Können wir alles gebrauchen, um zu verkaufen. Ach herrje, was wird das für ein Monster da drin sein wohl? Fängt es jetzt noch an zu regnen hier, oder was? Was haben wir hier? Nichts, womit ich interagieren könnte. Okay, wir müssen diese kleine Schachtel finden. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass wir sterben werden. Wir werden doch hiermit was machen können, oder nicht? Ich kann es wegschieben, ja, super, geil. Was bewegt denn sich da? Da ist der Wagen. Hier ist der Wagen, da hinten ist ein Monster. Dunkeleisenerz. Herzogwasser. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Uiuiuiui. Fell eines weißen Wolfes. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Das haben wir doch schon. Blumen. Bärenfett. Aber immer noch keine kleine Schachtel, oder? Mit Hilfe deiner Hexe sind die kleine Schachtel finden. Was haben wir ja schon? Die Aufgabe haben wir doch jetzt schon erfüllt. Das sind diese Pfeile. Jetzt müssen wir immer noch diese Schachtel finden. Hier kommt doch bestimmt da irgendwas aus dem Boden raus. Zücken mal das Schwert. Den Gasen näher ich mich nicht. Warte mal. Aber wir haben nichts zum Werfen. Bleiben wir mal beim Feuerschaden. Sorry, wenn ich hier noch. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Okay. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier noch recht vorsichtig an die ganze Sache rangehe. Aber ich möchte mich jetzt hier doch nicht wieder irgendwie. Ah, jetzt sehe ich auch auf der Karte diese roten Punkte. Ich möchte mich jetzt hier aber auch nicht irgendwie reinstürzen, einfach so, und dann da haben wir da auch nichts von. Zutaten sammeln. Was haben wir hier noch? Ah, oh, na super. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Mehr können wir doch hier gar nicht untersuchen. Okay. Ja, dreh ich um. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Ist das ein Hinterhalt oder was? So, jetzt müssen wir noch die Schachtel finden.
Aber wo können die sein? Das wird die doch sein. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Okay. Gut, bisher ohne Kampf. Interessant, gefällt mir aber. Drücke zwei, ja, Plötze. Wo ist Plötze nicht noch beim Kaufmann? Da, sag ich doch. Ich kann sein Feuer ausmachen. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ich habe dich durchschaut. Ja, hier. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Wir müssen ihn jetzt aber nicht noch einfangen, oder? Warum liegt denn das jetzt so lang? Stelle den Kaufmann, schlage den Kaufmann vom Pferd. Plötze. Wo ist Plötze hin? Es geht ja mal wieder total schief. Jetzt kommt Plötze angeritten, jetzt sehe ich es auf der Karte. Quest, frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Oh, Questgeschirr, ey. Jetzt taucht das Pferd wieder hinter uns auf. Ja, jetzt bist du da, Plötze. Ach, Leute. Also ich mache zwar hier ein Let's Play, aber jetzt die ersten Folgen zeigen eigentlich so voll, wie man da failen kann. Aber hey, das gehört nochmal dazu. Los, so ist los. Das. So ist das. Ist der denn jetzt noch wieder da? Nö. Halt! Okay. Heya! Gut, na dann. Wir wollten erst zur Kräuterdame. Meines Wissens. Aber Plötze war auf einmal nicht mehr da. Entschuldigung. Wo müssen wir jetzt lang? Hier links lang, okay. Ich mach mal langsamer, wir wollen ja nicht mehr niederreiten. Bist du dir da sicher? Wo willst du denn das wissen? So, wir sind ja da. Das hier sieht nach einer Tür aus. Oh Mann. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich brauche Kreuzdorn. War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam.
Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Hauptmann Peter liegt wirklich etwas daran. Nilfgaard mag Ordnung. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ich mag sie. So, und wie ist denn jetzt hier mit der Kleen? Neue Quest auf dem Sterbebett. Auf dem Sterbebett. Können wir dadurch jetzt Alchemie lernen? Lena. Wenn ich jetzt mit dir reden möchte? Ja? Hast du Kräuter im Angebot? Erzählst du mir deine Geschichte? Och, das würde mich jetzt interessieren. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Oh, wo mir das Null bringt. Hast du Brot? Ich brauche Brot. Ach du Gott, wie viele Kräuter es so gibt. Das freut mich sehr. Ich bin großer Fan. Ah, warte mal. Nochmal. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Da hab ich doch jetzt gerade eins zurück. Alchemie. Kann ich etwa nur bei ihr Zutaten fehlen? Was brauchen wir denn da? Schollkraut, 1 von 5. Und ertrunkenen Hirn. Ernsthaft. Ertrunkenen Hirn. Und Zwergenschnaps. Okay. Schollkraut, ertrunkenen Hirn. Also ertrunkenen Hirn hat sie hier schon mal definitiv nicht. Vielleicht finden wir das ja, wenn wir jetzt dann runtergehen, um diesen Köder zu finden. Okay, leb wohl. Leb wohl. So, man sieht um... Ah, da oben. Jetzt sehe ich sie erst. Eine Uhrzeit sogar. 17 Uhr, klar. Ja, Blötze rennt draußen rum. So, wie ändern wir denn jetzt die Quest hier? Nebenquest auf dem Sterbebett, genau. Wie kann ich die denn jetzt Hier findest du Informationen zu all deinen Quests. Hast du mehrere Quests angenommen, kannst du mit einer Quest auswählen, dann X drücken, um sie zu verfolgen. Jo, okay, also man kann immer nur eine aktivieren. Schließe den Greifenauftrag ab. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leiche, genau. Den müssen wir jetzt erstmal noch finden. Weil ich möchte den, wenn der Köder wirklich so stinkt, möchte ich den nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Der Jäger war doch gar nicht so weit entfernt von hier. Okay, also da unten müssen wir dann nach dem, den Kräutern suchen und da drüben wohnt der Jäger. Ich würde sagen, für diese Folge reiten wir noch fix zum Jäger rüber. Bevor wir dann aber mit ihm sprechen, beenden wir die Folge, weil wir sind jetzt schon wieder bei fast 25 Minuten angekommen.
Ja, wir können das gerne auch mitnehmen. Ich wollte eigentlich aufsetzen. So. Jetzt erstmal zum Jäger. So. Verzeihung. Wie gesagt, ich bin hier ganz echt kein Profi. Das sind auch meine allerersten Schritte. Aber wir bekommen das zusammen hin. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir irgendwann komplett den Dreh heraus haben und dann ohne Probleme und ohne zu sterben durch die Welt reisen werden. So. Obwohl, wir waren jetzt so schnell bei dem Jäger gewesen. Absteigen. Mit dem quatschen wir mal noch. Wo die Dialoge mir bisher gefallen. Klopfen. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Halte L2 gedrückt, um eine Hexe-Sinn einzusetzen. Okay, gut. Jetzt, wo wir den dann doch suchen müssen, ein Hin und Her hier, ein Hin und Her. So, dann würde ich hier an dieser Stelle die Folge beenden. Und ja, wir müssen den Greifen suchen. Wir müssen den Greifen suchen und töten. Dafür bedarf es etwas Vorbereitung. Und dafür müssen wir den Jäger finden, damit der uns zeigen kann, wo der Greif besagte Männer der Armee getötet hat, damit wir da ein paar Hinweise über den Greifen finden können. Aber das alles passiert dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle wieder, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben Gamer-Freunde. Und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.